Vom alten Grafen weiß man's ja. Doch was treibt Lady Dracula? Ist es nicht etwas spät für Herrenbesuch? Wir schreiben 1976. Da ist es für Herrenbesuch nie zu spät. Aber jetzt ist Schluss mit dem Spaß. Jetzt geht's heim zur Mutter. Ein Vampir mit seinen Hauern beißt Minister und auch Bauern. Billy ist ein Verblichener, nichts weiter als ein Gabelfrühstück. Ein Vampir liebt die Methodik. In seinen Zähnen liegt Erotik. Wenn Sie mich fragen, dann... Keine Thesen, Eddie. Keinerlei Gewaltanwendung. Ich frage mich einfach nur, wo das Blut ist. Der Vampir. Halten Sie doch die Klappe. Und als was hat er mich gesehen? Als Vampir. Mit Flügeln. Und solchen Zähnen. Dann muss er aber sehr betrunken gewesen sein. Sag ihm, das ist ein sehr schöner Sarg mit einer Komtesse drin. Lady Dracula in Liebe frönt im Sarge ihrem Triebe. Auch Lady Dracula im Kummer erlaubt sich mal eine kleine Nummer. Wenn das so weitergeht, werde ich ordinär. Oh, pardon. Aber diese Vampirmorde kosten uns die letzten Haare. Vampirmorde? Ich nenne sie so. Er lebt wieder? Ist alles in Ordnung? Ja. Kennen Sie diesen Mann? Nein. Hat er Sie belästigt? Das geht's ja. Ein Vampir in seiner Not beißt einfach zu und man ist tot. Hat der Vampir beim Blut die Wahl, ist rot und blau ihm ganz egal. Aber ich brauche keine 2 Minuten, um dich wegen Mordverdacht zu verhaften. Seit wann fürchten Sie sich vor einer Leiche? Sie haben sich ja auch gefürchtet. Ich habe mich gefürchtet, weil Sie sich gefürchtet haben. Jung Frankenstein, ein alter Hut, wenn Lady Dracula es tut. Ein Mord, eben noch ein Mord. Hier sieht man, wie den Kommissar vor Lust beißt Lady Dracula. Wenn du gesund sein willst, dann sagst du jetzt schön, was du gesehen hast. Nichts. Mit Lady Dracula im Arm wird jeder kalt und keiner warm. Ich nehme Ihre Einladung gerne an. Ah ja, muss ja nicht heute sein. Ich bin ja noch ein paar Tage hier. Gehen Sie doch weg! Was ist denn mit Ihnen? Es gibt doch keinen Grund, sich zu fürchten. Doch, lassen Sie mich! Lady Dracula voll Glut schlürft täglich gut 5 Liter Blut. Kaum ist sie dort, schon ist sie da, die blonde Lady Dracula. Jeder strebt zu Ruhm und Licht. Lady Dracula tut sowas nicht. Ein Vampir in Leidenschaft raubt jedem Menschen Kraft und Saft. Hier sieht man, was noch keiner sah, so treibt's die Lady Dracula.